Obwohl das im Endeffekt auch nicht viel bringt. Was ich machen könnte, ist das Ding hier noch umbauen lassen zu Scrapboxen. Das würde natürlich auch gehen. Das könnte ich hier noch irgendwo zwischensetzen vielleicht. Das könnte funktionieren. Ja, das könnte funktionieren. Das können wir eigentlich mal ausprobieren dann. Aber zumindest funktioniert er hier momentan. Neun. Ja, ja, das ist, es wird. Wir stellen es noch mal tiefer hier. Dann klackert das jetzt hier fröhlich alles vor sich hin. Na, kommst du hier? Und den bitte auch eine Sekunde tiefer. Dann wird jetzt nämlich erstmal ordentlich Strom generiert. Wir packen mal den Rest voll. Da kommen mal 64 Bretter rein. Hier kommen mal 64 Bretter rein. Dann könnt ihr hier wieder mit rein. Und ich möchte dann bitte, dass ich hier mal mir die Bretter rausholen. Und den ganzen Mist hier voll basteln. Eichenholz. Eichenholz. So, das brennt jetzt hier alles fröhlich vor sich hin. Produziert das auch ordentlich Strom, wie man hier sehen kann. Und zwar mehr als das Ding hier schlucken kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Beziehungsweise das ist schlecht. Ach, der kann gerade nicht schlucken, weil er kein Dings wieder mal hat. Das ist doof. Hoffentlich 27, 28, 29, 30. So, jetzt produzieren wir unten jetzt bitte schnell wieder los hier, du dumme Mistkiste. Ich will sehen, wie das sich jetzt mit dem Strom verhält hier. 39. Ah, er nimmt. Alter, produzieren sollst du! Deswegen. Ne, ich muss wirklich zusehen, dass hier schnellstmöglichst die goldenen Dinger reinkommen. Die goldenen Transportrohre, die werden nötig sein. Sonst ist der ganze Mist einfach nicht schnell genug. Ich hab sogar noch welche, das ist sehr gut. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir das fix umgebaut bekommen hier. Er produziert viel zu schnell. So, und da ist er wieder etwas genervt, aber ja, mir ist das Spiel ein paar Mal abgeschmiert zwischendurch. Und zwar, wenn man mit dem goldenen Wasserrohr hier einen Rechtsklick drauf macht, wenn man hier an den Timer ran will, friert das Spiel ein. Und Fraps sagt, er will auch nicht mehr. Aber wenn man hier ganz normal draufklickt, dann geht das alles. So, hier gehen wir jetzt erstmal nicht auf 2, sondern wir gehen mal auf 1,5 Sekunden bitte. Und hier drüben machen wir das genau so. Hier gehen wir auch. Ja, wir können auch ruhig auf 2 Sekunden gehen, dann verbrauchen wir. Das ist vielleicht einfacher. Das dürfte von der Zeit besser. Ja. So sieht das wesentlich besser aus. Und jetzt müssen wir das hier erstmal austauschen gegen goldene Wasserrohre. Gegen goldene Gedönsrohre. Da möchte ich mal gerne unten rein und hier möchte ich rein. Der muss weg. Obwohl eigentlich passt das jetzt ja bisher ganz gut hier noch. Wir lassen das einmal erstmal so und dann würde ich sagen, probieren wir das erstmal so aus, wie das. Was mache ich denn hier schon wieder für eine Scheiße hier? Jetzt will das Spiel nicht, jetzt will die Maus nicht. Irgendwas ist hier heute echt der Wurm drin. So. Ich muss das nur noch hinkriegen, dass er nicht abgeschaltet wird. Na gut, er muss ja abgeschaltet werden, wenn er keinen Amplifier mehr hat. So gesehen ist das schon gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir auch ein bisschen was drin. Oh, hi, hier kann man ja schon sehen, hier ist schon nichts mehr.
nichts mehr drin in den Generatoren hier. Soll heißen, wenn er keinen Strom mehr kriegt, da muss ich noch was umstellen, da unten sehe ich gerade. Und zwar möchte ich im Endeffekt hier vorne haben, bei diesem Teil, nicht das ein Inventory Empty, soll er mir das Redstone-Signal rausgeben, sondern er soll mir es erst rausgeben, wenn er keinen Amplifier mehr hat. Aber das funktioniert ja aus irgendeinem Grunde nicht. Verdammt. Wie machen wir das dann am besten? Machen wir mal... Ja, wir müssen das echt wieder so einstellen, wie es vorher war, anders wird es nicht funktionieren. Inventory empty, Redstone-Signal. Dann soll er anfangen, das Ding rauszupulsen. Wir müssen die hier nur echt schneller machen, das funktioniert sonst nicht. Das heißt, wir werden hier mal irgendwo ein goldenes Rohr dazwischen setzen müssen. So, das soll heißen, das Rohr kommt hier hin und dann muss hier noch wieder das Kabel dazwischen und dann ist das gut. Und jetzt sollte er eigentlich das Ding rauspulden und dann ist er wesentlich schneller drüben. Ja, jetzt, er kommt jetzt schon mehr in Wallung, man sieht so ein bisschen. So, das heißt, wir können uns hier auch wieder hochbauen. Da und da und dann kommt hier jetzt wieder Glas oben drauf und dann passt das hoffentlich dieses Mal. So, machen wir das mal so. Und theoretisch sollte er dann auch in Gange kommen. Ich muss das nur irgendwie ändern. Ich muss das irgendwie anders hinbekommen. Er baut sich hier immer schön auf. Das ist aber auch richtig so. Ja, jetzt hat er da nämlich schon wieder nichts drin. Das ist ja hier echt der Überwahnsinn hier gerade. Was wir hier gerade alles verbrauchen. Aber zumindest haben wir jetzt etwas weniger Strom, als er verbraucht, wenn er hier uns durch die Gegend pulst. Und wir müssen dringend nach oben und neues Holz besorgen. Sonst steht unsere Produktion nämlich irgendwann. Und wir können ja mal gucken, wie das jetzt mittlerweile oben mit unserer Plantage aussieht. Natürlich nachdem wir kurz pennen waren, weil das hier alles duster ist, schon wieder mal. Das ist nicht schön, gar nicht schön, nein. So. Nu aber. Ab nach oben. Achso, und der Bahnhof, den ich hier bauen wollte. Mein Besuch hat mich da gestern nochmal drauf hingewiesen. Der Bahnhof wird erst mit Feed the Beast kommen. Im Moment macht es keinen Sinn, bevor wir umziehen. Ich werde 6 bis 7 Stunden brauchen, um diesen Bahnhof irgendwie in Gang zu kriegen. Und hier lädt sich die Landschaft gerade aus irgendeinem bescheuerten Grunde gerade mal wieder nicht. Ist das ein Spinnenreiter? Nein, das ist eine Kuh von einer Spinne. Hallo, Landschaft, laden! Sei brav und tu was. So, hier ist unsere Plantage jetzt auch schon fast so weit, wie es aussieht. Das heißt, wir können die ganze Sache erstmal abernten gehen hier. Das hat wunderbar funktioniert. Genauso wollte ich das haben. Einmal gegenhauen schon, ist alles... liegt alles da nieder. So soll es sein. So, habe ich noch Fackeln dabei? Ich habe natürlich keine Fackeln dabei. Ich muss erstmal Fackeln holen von unten, bevor hier wieder was pflanzt, damit das auch wirklich das nächste Mal alles wieder so gut funktioniert. Hier kommt gerade wieder Kupfer angeschossen. Sehr schön. Ich habe Fackeln dabei, und zwar 35 Stück. Was mache ich denn?
bin nicht bei die Sache hier. Ich denke schon wieder an andere Sachen. Ich versuche gerade gedanklich rauszufinden, warum mit dem goldenen Rohr da irgendwie alles am Abschmieren ist. So, der muss mal weg hier. Das hat irgend so ein Enderman, wird das Ding hier hingesetzt haben. Genau wie den hier. Der macht auch sonst keinen Sinn. Den wird er hier rausgerufft haben, wie es aussieht. Da und... oder einen war jetzt den anderen her, weiß ich nicht. Ich schmeiß ihn erstmal dahin. So, soll heißen, mit den Fackeln, die wir haben, werden wir jetzt hier erstmal gucken, dass wir jetzt hier noch... Ich habe doch hier irgendwelche Löcher noch gesehen, wo es hin müsste. Da muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin. Dann haben wir das und hier ist noch ein Baum, der mal einmal weg muss. Warum da jetzt rundherum nichts gerade gewachsen ist, weiß ich auch nicht, aber wir werden das wahrscheinlich herausfinden. So, jetzt gehen wir hier lang und bauen uns hier die ganze Scheiße wieder dicht. Hier fehlt auch noch ein Erdblock. Können wir uns mal von hier drüben einmal fix einen wegnehmen. Ich weiß nicht, ob der sowieso schon fehlte oder ob der auch wieder vom Enderman geklaut wird. Ich muss das irgendwann mal abschalten. Wenn da einer einen guten Mod kennt, um die Endermen daran zu hindern, alles hier wegzuklauen, dann wäre ich da dann doch sehr dankbar drüber. Da muss auch noch eine Fackel hin. Und dann bauen wir uns jetzt hier erstmal... Ja, hier fehlt auch noch wieder eine Fackel. Wusste ich doch, dass hier irgendwo wieder welche fehlen. Da und da. Und das kann man sich denn hier alles wieder schön aufbauen und nächstes Mal dann einfach wieder abernten. Hier noch und hier vorne machen wir auch noch wieder ein paar hin. Dann haben wir das nächste Mal wieder ordentlich was. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. 4¼ Stacks. Das ist ja mal nicht gerade wenig. Ich möchte aber mehr. Ist irgendwo ein Slime? Ich höre doch einen Slime. Da ist die Sau. Hallo, Slime. Auf Wiedersehen, Slime. In der neuesten Version machen diese Mistviecher auch Schaden. Also die ganz kleinen nicht, aber eine Nummer größer macht schon so ein bisschen Schaden. Und die großen machen mehr Schaden. Und sie geben immer gut XP. Und schwarze Schafe geben immer gut schwarze Wolle, habe ich mir mal sagen lassen. Und Slime geben die Slimes ja schließlich auch. So, jetzt werden wir hier noch ein paar mehr Bäume wieder mähen. Da drüben ist schon wieder was gewachsen, wie es gerade scheint. Ja, doch noch nicht. Das sind noch diese hier. Ich will nicht hochklettern. Ich will diese Bäume fällen. Besten Dank, dass das alles so funktioniert, wie es soll. So, erstmal alles wegnehmen, was hier rumeiert. Und ordentlich Holz mitnehmen, weil was wir nicht mehr tragen können. Ah! Lauf, Forest, lauf! Mal die Kettensäge abschalten hier, das nervt ja. Das können wir theoretisch hier unten reinschmeißen, dann kann er das gleich runterpumpen und verarbeiten. So, das heißt 1, 2, Refined Iron weg, Tin weg, Kupferkabel weg, den ganzen Blödsinn weg, die Rohre können auch erstmal weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, Scrap kann weg, Schleimbälle können weg, Eichenlaub kann weg, sammeln! Rächer sammeln. Ja. Noch was mit dem Spruch anfangen kann von damals, als die Avengers noch die Rächer hießen in den Comics hier. Ja, das war schon, damals haben sie wirklich jeden Scheiß eingedeutscht. Das ist fürchterlich, man sollte Namen nicht eindeutschen. Das hört sich meistens richtig schön scheiße an. Avengers Assemble, das geht glatt von der Zunge, aber dieses Rächer sammeln, das klingt irgendwie wie aus dem Kindergarten. So, was haben wir hier noch? Schwarze Schaf gibt immer schwarze Wolle, wie ich das schon gesagt habe. Das ist schön, dass diese Viecher immer so viel fressen und dann schnell wieder Wolle haben. Das ist klasse.